So, heute ist Mittwoch, der 2. Juni 2021, 14.04 Uhr live aus dem Stasi-Café Einbeck. Mein bürgerlicher Name ist Adrian Lachstetter. Jedoch will ich mit der Person, die dem Vatikan gehört und dieser Satanistenfamilie nichts mehr zu tun haben. Deswegen nenne ich mich überall Adrian aus der Familie Milosevic, um mich davon abzugrenzen. So, ganz kurz zur Introduktion. Und zwar, das wollte ich noch loswerden. Und zwar hat man mir über Voice to Skull gesagt, es wäre wohl alles nur gut gemeint gewesen. Ne, dieses, man wollte mich auf jeden Fall ganz groß halt rausbringen. Ja, mit Hilfe des Irans, mit Hilfe von Kohle. Also ich hätte halt hier, man wollte mich halt über die Rosenberg-Binnenwies-Familie, die ich absolut auch nicht leiden kann. Ja, mein Großvater soll wohl auch 33 Grad Freimaurer sein, so wie mir über Voice to Skull gesagt wurde. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ganz groß halt rausbringen. Und ja, ich habe es letztendlich alles ausgeschlagen, weil es halt keinen Wert hat. Ich wollte eine Kindheit, das war's. Wenn man es wirklich gut gemeint hätte, und das wollte ich halt noch loswerden, da hätte man mich nicht in irgendein Projekt Monarch gesteckt und mich jahrelang gefoltert, und sondern diese 33 Grad Freimaurer, die wissen ja, was passiert, weil die ganzen Planungen ja alle schon 20, 50 und 100 Jahre stehen. Man wusste zum Beispiel, dass Bitcoin Weltwährung werden würde, wie auch immer. Und wenn man es wirklich gut gemeint hätte, dann hätte man mir Geld gegeben oder für mich Geld da in Bitcoin, wo das ganze Ding losging, investiert, sodass ich dann halt meine paar 100 Millionen oder Milliarden halt jetzt hätte. Und dann wäre gut gewesen, wenn man es wirklich gut gemeint hätte, dass ich mir jetzt halt alles hätte kaufen und erfüllen können und machen können, was ich halt jetzt will. Ne? Wenn man es wirklich gut gemeint hätte, hätte man das gemacht und nicht irgendwie in ein Projekt Monarch reinstecken, zu Tode foltern, kaputt foltern und so eine Scheiße halt. Also wenn man es wirklich gut gemeint hätte, da hätte man diesen ganzen Part sein gelassen und halt einfach gesorgt dafür, dass ich halt Geld kriege in Form von, oder halt selber Geld mir verdienen kann in Form von, dass man mich halt damals finanziell unterstützt hätte, in Bitcoin investiert hätte, entweder, oder das halt für mich gemacht hätte. Damals war ich auch noch jünger. Ich weiß gar nicht, wann fing das an mit Bitcoin? 2009. Da war ich dann 9 gewesen. Bin ja 2000 geboren. Tja, das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. Also wenn man es wirklich gut gemeint hätte, da hätte man halt ja, über den Weg halt gesorgt. Man wusste ja, was passiert quasi, dass das auch im Wert steigen würde. Hätte man halt gesorgt, dass ich dafür investiere, oder hätte halt für mich irgendwie so quasi Geld da investiert und beiseite gelegt, dass ich jetzt quasi mir halt alle Wünsche erfüllen könnte und nicht so ein Scheiß hier, nicht in irgendein Projekt Monarch reinstecken und zu Tode quälen und was soll denn so eine Scheiße, Alter? Ne, der Iran, der kann mich übrigens auch mal, der Ayatollah, der soll mal sein Land wieder aufmachen, der hat genauso einen Lockdown da, da gibt es genauso ein Psychiatriesystem, da wüten die Geheimdienste genauso rum und implantieren die Leute. Das ist das System, was abgeschaltet werden muss. Wir brauchen keine Terrorgruppen oder irgendwelche Revolutionen oder Bombenanschläge oder, also so ein Blödsinn, ne? Ja, das kommt ja alles von den Geheimdiensten, ne? So, das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. Wenn man es wirklich gut gemeint hätte, dann hätte man das so irgendwie gelöst. Aber nicht so ein Scheiß hier. Nicht das ganze Leben zerstören, den Körper zerstören, den Hoden zerstören. Nicht mehrfach in dieses Nazi-Exterminierungslager in Holzwinden sperren, nicht mit Tabletten voll pumpen. Ich habe schon, wie gesagt, insgesamt bestimmt 5-6 Mordanschläge durch den BND überlebt, ne? Also, was soll denn die Scheiße, ey? Ja, vor allem das möchte ich auch nochmal sagen, auch euch ganzen Freaks vom BND, ganz oder gar nicht. Entweder ihr zieht den Mord durch oder ihr lässt es halt sein und lasst mich in Ruhe und könnt euch ja schon mal überlegen mit Herr Karl da zusammen, wie ihr meine Entschädigung aufgreift. So, in Millionenhöhe, in 100 Millionen Höhe, 100 Millionen Euros, Teuros, für diesen ganzen Wichs, dafür, dass man mir 21 Jahre geraubt hat. Dafür, dass man mir die Chance versaut hat, mit Bitcoin Milliardär zu werden.
Das kann man gar nicht zurückzahlen. Im Prinzip, man müsste mir eigentlich so eine Kreditkarte geben mit unbegrenzt Kredit, sodass ich mein Leben lang halt alles kaufen kann und kriegen kann, was ich will. Weil das kann man eigentlich gar nicht auszahlen. Und den ganzen Schaden, was man mir halt hinzugefügt hat, also mit Geld kann man das nicht wieder gut machen. Und vor allem, wie gesagt, ich hätte mit Bitcoin Milliardär werden können. Also das, ich habe also einen Milliardenschaden, schon allein dadurch. Dann, wie gesagt, 21 Jahre gestohlen durch dieses Traumaprogramm. Ich hatte keine Kindheit, die kann man mir auch nicht wiedergeben. Schon allein das macht dann auch mal so 100 Millionen. Also man kommt hier auf jeden Fall bei Unsummen an Geld raus. Gut, wobei es kann aus nichts erschaffen werden. Deswegen sollte es eigentlich kein Problem sein für das Kriminalkartell George Soros und hier Rothschild und die Rosenbergs, das Geld aufzutreiben. Aber trotzdem, es ist halt schon scheiße sowas, ne? Nee, das wollte ich noch loswerden und wie gesagt, ich kann das Video auch gar nicht so lang machen, weil der Speicher schon voll ist. Ich muss schon auf den Gerätespeicher wechseln, die SD-Karte ist voll. Das wollte ich auf jeden Fall nur loswerden. Wenn man es wirklich gut gemeint hätte, dann hätte man das so irgendwie gelöst und nicht irgendwie dieses Traumaprogramm. Na. Tja, ja. Ja, meine Hoffnung ist jetzt, dass ich das irgendwie noch vor meinem Tod hier aufgeklärt kriege, alles. Dass die Leute sich endlich hinter mir stellen, dass meine Peiniger endlich gestehen. Letztendlich ist dieses Geheimdienstkartell sowieso am Arsch und das wissen die auch. Das bestätigt man mir hier über Voice to Skull auch. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es zusammenbricht. Also Arsch retten ist sowieso nicht mehr. Ne? Und lasst bitte dieses Angeschwule sein. Also ich werde... Das ist ja, was jetzt hier noch läuft. Also ich werde zum Beispiel jetzt gerade im Augenblick sexuell elektromagnetisch durch meine Implantate im Genitalbereich stimuliert, mit Bildern und Sexualfantasien belästigt, quasi wie so ein Privatporno im Kopf. Und auch durch die Augenimplantate, hat Dr. Kessel Norton ja aufgedeckt in meinem letzten Video, was ich von ihr geteilt habe. Und jetzt soll ich mich auch noch bei den Leuten melden, bei irgendwelchen Leuten, soll die anschreiben, soll sagen, hey, ich liebe dich. Ich will dich sexuell befriedigen, als Beispiel, sag ich jetzt mal so. So in dem Dreh, ja. Also, was ist denn das hier, Alter? Hallo? Geht's noch? Nachdem man mir mein Leben, mein Körper und alles kaputt und genommen hat, soll ich jetzt noch bei irgendwelchen wildfremden Leuten, die auch mit beteiligt sind, bei irgendwelchen Geheimdienstlern, mein Leben zu zerstören, soll die jetzt noch anschreiben? Ich krieg die ganze Zeit die Wassertropfen, finde ich ab. Soll die jetzt noch anschreiben? Und um Sex betteln oder was. Damit die dann mit mir noch ein Porno drehen können. Die, was da durch meine Augenimplantate abgefilmt wird, das kann man einfach noch für 1000 Euro verkaufen und dann bringt man mich um oder was. Also so bescheuert bin ich nun auch nicht. Nee, ihr habt mich auch übrigens jeder Geheimnis, ihr habt mir auch alle wirklich im Herzen wehgetan. Einmal überhaupt, dass man mich in dieses Programm steckt, dann diese ganze Folter und dieser Liebesentzug und alles in der Kindheit. Dann, aber was mir vor allem weh tut, ist halt auch diese ganzen Psychospiele. Diesen Namen vertauschen und das. Und ich höre das übrigens seit 17 Jahren jetzt. Er liebt dich, sie liebt dich und so und das und hier und da. Irgendwann ist das auch ausgelutscht und durchgekaut. Da denkst du dir auch nur so noch. Vor allem, was man mir 17 Jahre lang für eine Scheiße hier anschaffen wollte oder mit was ich für Leute zusammenkommen sollte. Oder man hat das versucht. Und das ist auch schon eine Frechheit. Ne? Wie gesagt, ich bin Arier, ein Übermensch. Übermensch im Sinne von Arisch heißt ja eigentlich nur rein. Übermensch im Sinne im Vergleich zu diesen autistischen Legastheniker-Krepeln, Ballonköppen und Vollidioten vom Geheimdienst bin ich da schon der Übermensch. Das wissen die auch. Ich kann mehr, ich bin besser wie die. Eigentlich sollte es umgekehrt sein. Ich sollte die foltern, nicht die sollten mich foltern. Ja. Das geht gar nicht sowas, Alter. Als ob ich, wie gesagt, mit diesem Fettsack Benjamin Behrens von dieser scheiß Freimaurerfamilie zusammenkomme. Ja, der ist erstmal blöd, fett, hässlich, kann nix. So, würde ich sofort, wenn ich an der Macht wäre, würde ich so eine Leute erschießen lassen. Ihn mit seiner ganzen scheiß Drecksfamilie. So, Markus Glorz, ein scheiß behinderter Polacke. Er kann auch nix, hat auch nur Scheiße im Kopf. Dummfick halt. Würde ich genauso erschießen lassen. Finn Schärfke von der Schärfke-Familie. Ein blöder, hässlicher Legastheniker. Froschmaul. Kann auch nichts. Würde ich auch erschießen lassen, so eine Scheiße. Oh, das sind auch nur einige Beispiele. Und da, also bei aller Liebe, ne? Dann kommen noch die Mordanschläge hinzu.
Und was man mir 17 Jahre lang andrehen wollte. Also wirklich, ich frage mich teilweise, wer scheißt, es muss einfach mal raus, weil ich sauber bin. Wer scheißt diese ganzen behinderten Leute aus? Ganz ehrlich, ey. Ist doch wahr. Ey, sowas gehört zeugungsunfähig gemacht, euthanasiert, ey, die können nicht, können sie in irgendein Lager stecken und irgendwelche scheiß Pillen zuballern. Hallo? Was ist denn bei euch los, ey? Aber ganz sicher nicht ich als arischer Übermensch, mit einer hohen Intelligenz, als Indigo-Kind und Empath. Unmöglich sowas hier, was hier läuft. Ganz sicher nicht ich. Wenn man schon Leute in irgendwelche Internierungslager sperrt, dann bitte diese Schärfke, die Baye ist die Behrens-Familie. Baye ist auch eine Freimaurerfamilie, B-A-Y-E. Schade drum, der Junge von denen hat sich auch mit mir versaut. Naja. Es ist alles jammer, jammer, schade. Ne? Jammer, 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 jammer. Schade. Marmelade. Ne? Ah, wie gesagt, und es gibt noch tausend weitere Beispiele, ne, aber. Ne? Was man mir hier alles so angedreht hat und andrehen wollte. Und irgendwann ist man dann auch, erstens mal ist man dann irgendwann durch, weil man sich dann irgendwann so denkt, ja, Alter, weißt du was, irgendwann zieht diese Prostitutionskacke nicht mehr. Zweitens, also dieser Menschenhandel, den der Geheimdienst an mir gemacht hat und auch noch immer versucht zu betreiben. Irgendwann, und dann kommt halt auch noch dieser Hass hinzu, was man mir alles angetan hat, dass man mir alles ruiniert hat. Jetzt ist erstmal die Frage, so oder so, was habt ihr denn, davon mal ab, was habt ihr, scheiß Geheimdienstler, gerne mal unten im Kommentarbereich oder als E-Mail, die sind ja auch öffentlich, was habt ihr mir denn zu bieten, was ich haben wollen würde, warum ich dafür jetzt noch überhaupt was tun soll, obwohl ihr mir sowieso noch so viel schuldet, ne? Was habt ihr mir zu bieten? Ich will keine Macht, ich will kein Geld, wobei es steht mir als Entschädigung natürlich zu und das werde ich auch einfordern, aber auf jeden Fall, ich brauche keine 500 Millionen vom Iran, ich brauche keine Terrorgruppe hier, ich will auch nicht irgendwie herrschen oder so. Herrschen wollte ich damals nur, um dieses Geheimdienstsystem endlich abzustellen und weil ich auch unter Gehirnwäsche war, dieser iranischen Hisbollah-Gehirnwäsche hier. Irgendwann mal vielleicht, wenn dieses Geheimdienstkartell abgeschaltet ist. Ansonsten hat das eh keinen Sinn, wer hier herrscht, solange diese ganze Scheiße läuft. Das ist doch egal, ob das jetzt ein roter Vorhang ist, der uns einsperrt, oder ein brauner. Ist doch nur die Farbe des Zauns, der uns einsperrt. Ne? Ob der jetzt rot, braun oder grün ist, ist doch egal. Ne? Also ich bin hier die Grundsanierung, nicht nur der Tapetenwechsel, Alter. Schreibt euch das hinter die Ohren, ey, ihr scheiß Geheimdienst-Freaks, ey. Habt doch einen an der Klatsche, wisst ihr auch. Ja. Naja. Nee, das wollte ich auf jeden Fall nochmal loswerden, weil mich das halt belastet, seelisch, psychisch. Wie gesagt, ich bin psychisch kaputt, ich bin seelisch kaputt, ich bin körperlich kaputt. Das kommt auch noch dazu. Dank euch scheiß Geheimdienstwichsern. Ja. Auf allen Ebenen eigentlich. Ja, erholen kann man sich nicht. Wir auch. 24/7 durch Neurotech, Nanotech, Körperchips, Implantate, Augenimplantate gefoltert und malträtiert wird. Was ich alles schon auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht habe. Guckt euch die Videos von Dr. Catherine Horton an. Also erholen ist nicht, schlafen ist nicht, Spaß haben ist nicht. Und das als Dank für das ganze Leid. Ne, wie gesagt, und was man mir hier, dass da, wie gesagt, teilweise weiß ich die Namen auch nicht. Also mir wollte man auf jeden Fall hier schon, mir hat man so viel Müll angedreht und ich frage mich, wer zeugt, wie gesagt, diesen ganzen scheiß Bio, was ist jetzt los, Alter? Scheiß Wind. Oh, ich würde so gerne ins Schwimmbad mal, aber es ist ja alles zu wegen euch, scheiß Geheimdienstwichser. Ihr seid ja die Shadow Government, die Schattenregierung, ihr steuert ja alles hier außen hinterhalt, ey. Drecks, Spicks, Pisse.
bin ja auch eine Wasserratte, ne? Nee, ihr habt mich auf jeden Fall schon sehr gekränkt, alle, und das werde ich euch auch nie verzeihen und ich werde mich davon auch nie erholen können. Jetzt bitte hört auf, egal welcher Agent das jetzt macht, lasst das komplett sein, mich sexuell zu stimulieren, mir irgendwelche Fantasien einzusetzen, mich jetzt noch mit irgendwem zusammenzubringen. Seht es ein, Alter, ihr habt Grenzen überschritten, es war zu viel, ihr habt nicht aufgehört, ihr habt meinen Befehlen nicht gefolgt, ich bin da sehr akribisch, was das angeht, wenn ich sage so und so, dann heißt das auch so und so. Und dann kämpfe ich auch so lange, bis das so und so durchgesetzt wird. So. Ich habe bis heute noch keine Entschuldigung, keine Wiedergutmachung, keine Entschädigung. Alles, was ich will, ist, wie gesagt, dass dieses Kartell endlich zusammenfällt. Und was man mir hier schon für Vollidioten andrehen wollte. Wie gesagt, dieser Behrens ist nur ein Beispiel. Als ob ich mit so einem verkrüppelten, fetten Haufen Abfall da zusammenkommen würde. Ihr habt da echt eine Klatsche. Das ist nur ein Beispiel. Und so solche Leute hat man mir in irgendeiner Art und Weise immer wieder angedreht. Ne? Und wollte sie mir andrehen. So. Das geht seit 17 Jahren so. Dann sagen mir, wie gesagt, gewisse Leute in gewissen Sprachchats, es ist doch egal, wo man die Leute auftreibt. Und Pornos. Und du musst das nicht machen. Mehr sage ich dazu nicht. Die Person wird schon wissen, dass sie gemeint ist. Wenn die Person das jetzt hier sieht. Ich weiß auch, dass diese Person für den Geheimdienst arbeitet. Also im Prinzip dieses ganze Versteckspiel könnt ihr euch auch sparen. So, ich laufe auf jeden Fall jetzt keinem hinterher. Nach dieser Scheiße soll ich jetzt den Leuten hinterherlaufen und die ums Hex anbetteln? Hallo? Sag mal, was läuft bei euch Geheimdienst dann eigentlich falsch? Ich sage es jetzt übrigens noch ein letztes Mal. Wenn jemand was von mir will, kann der sich bei mir melden. Und er kann sich dann bei mir Der kann mich anschreiben über Facebook, das ist mir dann auch egal. Also mir wurde halt über Voice to Sky gesagt, dass es halt mit den Geheimdiensten halt alles furchtbar kompliziert und scheiße ist, weil die Geheimdienstler ja halt, es soll wohl auch gute geben, die mich mögen. Die werden natürlich selber überwacht, genau wie ich, und unter Druck gesetzt und die können mir dann halt immer nur begrenzt helfen. Ja, das ist mir egal, da müsst ihr euch mal überwinden. Das kann doch nicht so schwer sein. Also ich habe mich doch auch gegen meine Familie gestellt. Ich kämpfe allein gegen ein 200 Jahre altes Kriminalkartell, gegen die ganze Welt eigentlich hier an. Mit 21 Jahren, beziehungsweise 18 Jahren, Fragezeichen, weiß ich immer noch nicht, würde ich ja gerne aus offiziellen Quellen bestätigt wissen. So oder so ist das auf jeden Fall eigentlich nicht die Aufgabe, als 21-Jähriger ein Freimaurer, ein 200 Jahre altes Kriminalkartell aus Satanisten alleine zu zerlegen. Und ja, kriege ich dafür irgendwas für? Auch nicht, ne? Tja, kann schon so sagen, ich bin schon so weit wie so ein Kriegsveteran, ne? Und kriege ich dafür irgendwas für? Nö, Fehlanzeige. Alter, aua, scheiße. Oh, mein Bein ist eingeschlafen. Oh Gott, aua. Jupsa. Ah. Ah, scheiße. Oh, hier habe ich meine Kopfhörer in der Hand. Nicht wundern. Ich werde gleich ein bisschen 89.0 Radio hören, wieder ein bisschen spazieren gehen. Dank euch Geheimdienste, das ist das, was mir noch so bleibt. Und die Videos und ein bisschen PC spielen. Allerdings habe ich da auch keine Kraft und durch diese Folter auch keine Kraft mehr halt, da irgendwie noch groß Glanzleistung abzulegen. Bei Heroes and Generals, ja. Das Spiel stirbt auch, genau wie ich. Nur noch eine Frage der Zeit. So, ja. This game is dying, man.
Ne, das wollte ich auf jeden Fall nochmal loswerden. So, also wie gesagt, auf jeden Fall erstens mal, ich bin durch mit euch Geheimdienstlern und euren scheiß Drecksblagen hier, was ihr mir alles andrehen wolltet. Ich habe wirklich die Nase voll, ihr habt mich schwer verletzt, gekränkt, diese ganzen Psychospiele, ich habe da keinen Bock mehr drauf. So, ganz ehrlich, also ich laufe niemand mehr hinterher nach dieser Scheiße. Wer was von mir will, kann sich bei mir melden. Punkt aus. Nummer, Geschichte Nummer zwei ist, B, bin ich sowieso asexuell, also anti. Ich habe noch nie ein Interesse an Sex gehabt, weil es halt auch einfach keinen Sinn macht. Das ist alles nur, ja, du tauschst deine Krankheiten aus. Aber was weiß ich, wenn es schlecht läuft, hast du dann AIDS, Herpes, Tripper, Gürtelrose, was weiß ich was, ey. Ne? Ja, vor allem wofür, wie gesagt. Warum soll ich eine schwule Beziehung eingehen? Nur um nee, also das funktioniert auch nicht. Um im Kartell halt hochzukommen, um letztendlich Sachen zu kriegen, die ich nicht will. Ja, also sowas Bescheuertes. B, wie gesagt, schuldet mir noch sowieso so viel. Also es ist, glaubst du, gesprungen. Ja. Seht's ein, ihr scheiß Geheimdienstler. Ihr habt dann halt, ihr habt verloren. Das will ich euch eigentlich nur mitteilen. Genauso wie der See hier. Alles dreckig und versüfft. Versumpft. Ne? Na, auf dem Video sieht es jetzt eigentlich noch recht sauber aus, aber worauf ich hinaus will, ist halt, ach, keine Ahnung, ist nur noch eine Frage der Zeit, bis, alles hier zusammenkracht. Den Geheimdienst kann man mit diesem See hier vergleichen, diesem kleinen, wenn man das See nennen kann, ich weiß das andere Wort jetzt gerade nicht, wie man so klein, so, auf jeden Fall, es ist halt alles sehr verdorben im Innern. Und es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis das System irgendwie in dieser Verdreckung, an diesem, daran halt selber kaputt geht. Irgendwie. Nee, also wie gesagt, ich laufe keinem hinterher, niemandem, egal wer, egal wie alt, egal ob hübsch oder nicht hübsch oder nicht intelligent oder was weiß ich, so oder so nicht. Ich habe jahrelang wenig den Leuten hinterhergelaufen. Ich lasse mich auch in jedem Fall auch nicht mehr verarschen hier von niemandem. Ne, wie gesagt, ich komme auch noch darauf nicht klar, was man mir hier für Krüppelkinder alles andrehen wollte. Wie gesagt, ich sage einfach mal, ich habe ja schon ein paar Namen gesagt. Teilweise weiß ich die Namen auch gar nicht. Ne? Weil man hat das dann so über dieses Straßentheater abgewickelt. Das heißt also, ja, ist total psychopathisch, was die Geheimdienste abziehen, ne? Wie gesagt, für alle anderen, die jetzt hier neu zugeschaltet sind, ich packe euch die Patente mal in die Beschreibung. Einmal das Projekt Monarch. Ne? Ach, ist alles eine Scheiße, ne? Wo gehe ich denn mal lang? Wir gehen mal hier lang. Ja, nee, also verzeihen werde ich euch nie, kann ich auch gar nicht. Aber vor allem, es kam ja auch, das finde ich auch traurig, es kam von den Geheimdiensten nie irgendwie da Gutmachung versuchen in irgendeiner Form. Wenn man mich wirklich mögen würde, irgendwie hätte man da was in die Wege leiten können. Also weder wurde hier mal irgendwie, mir wurde eigentlich versprochen, zum 1. Juni hin würde wohl das alles eingestellt werden, also das wäre dann gestern gewesen. Ist nicht passiert, ich werde weiterhin belästigt elektromagnetisch. Das wollten sie einstellen. Die Hauseinbrüche sollen so wohl eingestellt sein, das haben sie mir bei Voice to Sky gesagt. Ja, nix ist der Fall hier. Wollt ihr mich eigentlich verarschen oder was? Stellt die Scheiße jetzt ein, stellt dieses Programm ein, lasst dich in Ruhe, Alter. Und
fickt euch da meinetwegen wieder gegenseitig alle in den Arsch. Ihr seid ja da alle stockschwul bei den Geheimdiensten. Mit euren komischen Urlangen-Nie-Fetischen, ey, lasst mich da raus, ey. Danke. Ja, mal gucken. Also mir wurde schon über Voice of Sky in Synthetik-Telepathie gesagt, ich soll stark bleiben. Momentan sieht alles gut für uns Opfer aus. Es bricht hier auch alles zusammen, der Laden bröckelt. Deswegen mal abwarten, wie lange es noch dauert. Aber, und wieso, was jetzt noch oben drauf kommt? Meinte ich, gehe jetzt noch irgendwelche Beziehungen ein, nachdem ich mich so hier im Internet öffentlich blamieren musste, oder beziehungsweise muss und immer noch muss, Beispiel, wie gesagt, dass ich dieser, weil die Polizei ja nichts macht, weil sie mit drin steckt, meinte, ich schäme mich da nicht für. Also ich würde das auch lieber gerne alles ja, außergerichtlich sowieso klären, aber auf jeden Fall hätte das auch lieber alles gerne vor meinem ganzen Publikum, meinen ganzen Zuschauern hier alles, sag ich mal, was heißt geheim gehalten. Ich möchte das, wollte das auch nicht, aber es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Weil von den Geheimdiensten packt keiner aus. Meine Familie hält auch dicht. Mein Großvater, der hat 33 Grad Freimaurer und sexualperverse Kinderschänder. Ja. Tja, was bleibt denn dann noch? Muss ich's ja machen. Ansonsten packt auch keiner aus. Und meine Familie, es haben auch alle zu meinem Großvater und Großeltern in Kontakt abgebrochen, weil sie alle wissen, die sind verlogen. Ja, und also es wird wohl seine Gründe haben, warum keiner mehr Kontakt hat zu meinen Großeltern. Es wird ja wohl auch nicht wohl ohne Grund sein, ne? Nee, also das ist mir auch schon peinlich, ne? Wobei irgendwann war halt dann... Irgendwann war halt dann der Hass größer. Da habe ich mir dann so gedacht, ey, ich bin hier eh implantiert, ich habe keine Privatsphäre mehr, nicht mehr aus dem Scheißhaus, nicht mehr auf dem Scheißhaus. Ich werde hier ermordet durch die Geheimdienste als Dank für Kindersexhandel, damit es keine Zeugen mehr gibt. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, weißt du was, die Polizei macht nichts, ja was bleibt dir denn noch? Mir bleibt ja nichts anderes, als die Wahrheit zu erzählen. Das auf YouTube öffentlich zu machen, hoffen, dass Millionen Leute das sehen, bitte teilt meine Videos, danke dafür. Ladet die euch runter, ladet die auf Vimeo hoch, ladet die auf BitChute hoch oder was. Macht da, postet Links zu meinem Kanal, ist okay. Meine Videos sind ja eh alle auf allen Kanälen. Creative Commons, also kreative CO. Für diejenigen, die kennen schon, MMONS, Commons, Create, also quasi das ist so urheberrechtsgeschichtlich. Also es gibt eine Standard-YouTube-Lizenz und die ist Creative Commons. Das heißt also, man kann die Videos alle auch in eigenen Videos wieder verwenden. Beziehungsweise, oder mir ist es egal, ich gebe ja meine Erlaubnis, diese Videos auf anderen Kanälen neu hochzuladen. Mit der Beschränkung, jetzt kommt's, nicht in einem negativen Kontext. Heißt also jetzt nicht, nicht auf irgendwelchen Trollkanälen hochladen, sodass ich dann wie so ein Verrückter dastehe. Oder halt irgendwie
Also mein Ruf, das letzte bisschen Ruf, was ich habe, will ich halt noch wahren. Ne? Also, aber wenn ihr jetzt irgendwie so einen Kanal auf YouTube habt, auf BitChute oder Dailymotion, nutze ich ja gar nicht. Aber ich glaube, ich habe da auch noch einen Account, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie noch so auf anderen Plattformen oder so einen Account habt, gerne hochladen. Ich danke euch. Wie gesagt, meine Festplatte quillt über, meine SD-Karte quillt über, mein Handyspeicher quillt über. Ich kann das auch nicht alles selber immer, das ist so lästig. Mir wurden schon so viele Kanäle gelöscht, mittlerweile sind es 5, 6. Das immer wieder neu hochladen und das und hast du nicht gesehen. Also ich danke, auch wenn es nur diese Spaziergänge sind, aber es geht ja darum, was ich sage und das ist die Wahrheit. Ne? So. Genau. So, also das ist die Situation jetzt. Ich hoffe weiterhin auf Rache und ich hoffe weiterhin auf darauf, dass jetzt endlich irgendwas passiert. Mir sind die Hände gebunden hier. Ich kann nur auf Hilfe von außen hoffen. Das also in der Hoffnung, dass die Polizei mal endlich vielleicht die alten Fälle wieder aufrollt, was ich angezeigt habe, den Kindesmissbrauch. Das ginge ja, dass die Staatsanwaltschaft da vielleicht mal endlich was macht. Weiß ich bis heute nicht, ob es eingestellt wurde oder nicht. Klasse. Echt klasse. Und an die ganzen Freimaurer, die sich haben anwerben lassen, lasst euch nicht verarschen. Ihr werdet genauso verarscht von den Leuten ganz oben. 33 Grad Mauer, das ist eine luziferianische, satanistische Pissetrinker-Kinderficker-Doktrin. So. Verlasst die Scheiße, solange es noch geht. Das hängt da irgendwann alle mit am Galgen. So. Gleiche gilt für Rosenkreuzer und so weiter. Es ist alles Satanismus. Nur halt gecovert. Und irgendwann endet das alles dann mit Kinderfressen, ne? Hat Dr. Kesselhorn auch schon aufgedeckt im Video internationale Staatskriminalität und Geheimdienstkriminalität. Wie sagt man, Dr. Catherine Horton. Stopp 007 auf YouTube eingeben. Ne, wie gesagt, und das ist ja auch so eine Sache, ne? Nachdem ich mich hier so blamieren musste, vor hunderten Leuten, wobei ich kann natürlich nichts dazu. Dazu kann, wie gesagt, meine scheiß Drecksfamilie was, aber vor allem die Polizei, weil das eigentlich deren Aufgabe ist. Und die Gerichte, das eigentlich aufzuklären, die Leute hinter Gitter zu bringen, dann müsste ich diese Scheiße jetzt hier nicht machen. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, weißt du was, das ist so korrupt alles, dieser Sumpf, dieser Einbecksumpf, nicht der Sachsen, sondern dieser Einbecksumpf. Ne? Ja, man war halt naiv. Ne? Man dachte halt, man könnte mich mit Macht oder Geld locken, aber nichts da. Ich will Rache, ich will diese autistischen Legastheniker da alle am Galgen sehen, die da von den Geheimdiensten arbeiten und sich was für was Besseres halten. Wo wir alle wissen, ich bin der Übermensch. Ne? So. Ich kann was, die können nichts. So ist es nämlich. Das pisst mich so an, wie hier Leute unterdrückt werden, die was können, die was reißen können. Ne. Bei mir braucht sich auf jeden Fall keiner mehr melden und nach diesen ganzen potthässlichen Schrottkindern, die man mir jetzt hier 17 Jahre lang andrehen wollte, habe ich, also meine Konditionierung ist sowieso weg, meine Gehirnwäsche. Also, was man mir hier alles für einen Müll andrehen wollte hier. Das ist halt einfach so. Ich kann ja nichts dafür. Ich frage mich, wer zeugt diese Scheiße? Ich kann nichts dazu, dass hier die Freimaurer in Einbeck halt alle nur so schlechte, scheiß, autistische Krüppelkinder gezeugt haben. Das ist ja nicht mein Problem. Fäll ich ja nichts zu. Und Sachen, die eigentlich in den Müllhäcksler gehören. Ne? Ja, aber hart, aber fair. Es ist so. Oder wenn kann man noch an denen die Menschen Versuche machen, Alter. Ey, nochmal übrigens so ein scheiß Krüppel, ey, und dann mache ich wirklich mal einen Film oder ein Foto. Dass da nur Kinder sind oder nicht, ist mir egal. Aber so eine kranke Scheiße hier. Ne? Ne, nachdem ich mich hier so blamieren musste jetzt. Meint ihr, da gehe ich jetzt noch davon mal alleine schon mal ab? Meint ihr dann noch, jetzt gehe ich noch eine Beziehung ein, egal mit wem? Nachdem ich mich hier öffentlich blamieren musste, nachdem mein Körper, mein Hoden alles kaputt ist, durch die Pharmaindustrie, durch diese Nazi-Exterminierungscamps Holzminden und Hildesheim, nachdem ich eigentlich nur noch ein wandelndes Wrack bin,
melde ich mich jetzt auch noch bei den Leuten und bettel die ums Hex an. Sag mal, ey, das ist wird echt Zeit, diese scheiß Geheimdienste abzustellen. Er sagt, verpisst euch alle bloß. Lasst mich für mal in Ruhe. Ihr kriegt schon eure Strafe. Ihr habt mir auf jeden Fall alle wehgetan. Und glaubt mal ja nicht, dass ihr glimpflich davon kommt. Ihr könnt eure Strafe da alle nur aufschieben beim Geheimnis. Das wisst ihr auch. Irgendwann kommt der Tag X, der Abend des Armageddon. Und dann gibt es hier richtig Retourkutschen und Klassenklagen. Und dann gute Nacht. Dann könnt ihr euch alle aufhängen. Euren scheiß Dreckskindern. Ja. Nee, was man mir hier schon für hässliche Leute andrehen will, ey. Gibt's hier auf dieser Welt nur noch scheiß Autisten und scheiß Legastheniker und es ist, tut mir nicht leid. Es ist nicht mein Verschulden. Kann ich ja nichts zu, dass das mein Großvater mich in so ein scheiß Programm steckt. Dass die Freimaurer hier in Einbecken so scheiß Dreckskinder haben, die entweder in irgendeiner Weise geistig behindert oder körperlich behindert oder beides sind. Na, es ist halt. Diese ganzen Adels, Freimaurer, Blutlinien, da wurde ja auch viel Inzucht und Inzest betrieben. Rothschilds zum Beispiel. Das ist aber nicht nur bei denen so. Ja, die glauben halt alle an eine zutiefst satanistische Doktrin halt, ne? Daher kommt das. So, deswegen, da kommen dann so Kinder raus. So Familien wie die Behrens-Familie. Ups. Naja. Oder ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich keine Namen sagen, aber es geht mir halt auch auf den Sack, dass man es wagt, nicht mit solchen Leuten dann halt überhaupt erst, dass man überhaupt auf die Idee kommt, solchen Leuten zusammenzubringen. Mich als arischen Übermensch, Inigo, Empath, hohe Intelligenz, der was kann, ohne arrogant sein zu wollen, aber es ist so. Das wissen auch alle, brauchen wir uns ja auch nichts vormachen. Erstens das, zweitens nach dieser ganzen Scheiße hier. Hallo, sag mal, habt ihr eigentlich ein Rad ab? Ich bin erstens sowieso und zweitens mal, ich bin sowieso keine Puffnutte und auch keine Ware, die man einfach hier verhandeln, verscherbeln und verkaufen kann. Und drittens, das wollte ich jetzt noch zum Schluss sagen, dann mache ich das Video auch vorbei, höre Musik, gehe ein bisschen spazieren, um mich wieder ein bisschen abzulenken. Während die Folter, wie gesagt, 24/7 geht die Folter weiter. Wie kann das denn sein? Wie könnt ihr mich vom Geheimdienst lieben, wenn ich 24/7 gefoltert werde? Alter, was seid ihr für Sadomaso-Schisten, ey? BDSM oder was? Ja, beziehungsweise ich weiß ja, dass ihr BDSM mögt. Und Kinder und Gelbes. So. Deswegen, was lernen wir daraus? Fetischisten dürfen nicht in Führungspositionen arbeiten, weil das läuft dann auf so einen Scheiß hinaus. Deswegen, einzige Option, die ihr alle habt, meine ganzen Zuschauer, mich unterstützen jetzt, mir helfen, diesen Sumpf aufzudenken und dann wird alles gut. Ja, hoffentlich hat das mal alles einen Lerneffekt, diese ganze Scheiße. Hoffentlich hat das mal alles einen Lerneffekt. Dass die Leute jetzt mal endlich aufwachen. Ja, wir sind ja schon wieder kurz vor dem 1933. Und das merkt auch keiner. Und hoffentlich wiederholt sich's dann nicht, ne? Ja, Geschichte wiederholt sich, solange bis die Leute das peilen. Es läuft jetzt wieder ein Holocaust vom Geheimdienst ab und keiner peilt das irgendwie. Und dann wird wahrscheinlich wieder gesagt werden, oh, wir haben es doch alle nicht gewusst. Ja, diesmal ist es nicht so einfach, da jetzt einfach, es wiederholt sich alles immer. Jetzt werde ich euch übrigens noch mal was sagen, so zum Abschluss. Hallo?
so zum Abschluss, und dann muss ich das Video auch beenden. Ja, man hätte das alles ganz anders rangehen müssen. Ich hätte man nicht in dieses Projekt stecken dürfen und Ende aus. Aber wenn man das schon macht, wie gesagt, mir hätte man nicht alles wegnehmen dürfen, mir hätte man meinen Schulabschluss lassen sollen, mich in der Ausbildung, eigentlich quasi meine freie Willensbildung, hätte man nicht so sehr beeinflussen dürfen. Ja, ich verstehe nicht, was die Geheimdienste wollen. Also so lockt man auf jeden Fall keine Leute, indem man denen alles kaputt macht. Im Gegenteil. Mich wirklich lieben würde, hätte man dafür gesorgt, dass ich mein eigenes Haus kriege. Zum Beispiel. Nee, ich war einfach nur krank, ey. Ihr versteht schon, was ich meine. Man hätte doch einfach, wenn man übrigens eine Beziehung mit mir will, jetzt mal so im Allgemeinfall. Ihr seid richtig doof gewesen von den Geheimdiensten, oder ihr seid immer noch richtig doof von den Geheimdiensten. Ihr hättet mich doch einfach mein normales Leben leben lassen können, mich quasi nur beobachten können und dann einfach die Leute, mit denen man mich zusammenbringen will, einfach über diesen ganz klassischen Weg einfach in mein Leben einschleusen können. Quasi, und dann quasi die Beziehung halt so einfach ganz normal initiieren können. Ganz normal. Nichts Leben zerstören, nicht alles kaputt machen oder irgendwelche Psychospiele. Einfach mich mein Leben hätte mich einfach mein Leben leben lassen sollen. Und dann einfach die Person, mit der man mich zusammenbringen will, einfach ganz normal über diesen klassischen Kennenlernweg in mein Leben einschleusen können. Aber nicht so ein Scheiß hier. Also hättet ihr mit dieser klassischen Methode das gemacht, dann hätte das alles wahrscheinlich funktioniert. Also, das heißt, weiß ich nicht, keine Ahnung. So hätte man das machen müssen. Ganz einfach nur der klassische Weg. Dann hätte diese ganze Scheiße wahrscheinlich funktioniert. So wie man sich halt, ja, die Geheimdienste wissen halt alle nicht, wie normale Beziehungen funktionieren, ey. Es kommt halt durch diesen generationenübergreifenden Missbrauch und den Kindersexhandel. Die glauben halt, man kann das so lösen, indem man die Leute chippt, implantiert und fernsteuert. Und die würden dann so zusammenkommen. Ne? Ja, Pustekuchen. Also ihr hättet einfach den klassischen Weg gehen sollen, wenn ihr mich irgendwie in eine Beziehung hättet bringen wollen. Einfach mich mein Leben leben lassen sollen, meine Ausbildung, Realschulabschluss da nicht einmischen sollen und dann einfach mich quasi, jetzt mach ich einen Wert grün. Mir quasi halt einfach, wie gesagt, der konventionelle Weg halt. Kennenlernen irgendwie, keine Ahnung. Diese klassische Einschleusung. So hätte man das machen müssen, an eurer Stelle, wenn ihr das unbedingt so gewollt hättet. Aber nicht so ein Scheiß hier, nicht stimulieren mit elektromagnetischen Waffen und Chip-Implantaten, mir irgendwelche Fantasien einsenden, ich soll den Leuten jetzt hinterherlaufen. Was ist das denn für ein Scheiß? Ist das Kindergarten? Ist das? Ja. Ja, und deswegen, ihr könnt mich auch alle mal, das ist sowieso, es stand nie zur Debatte. Ja, wie gesagt, Beziehungen haben sich jetzt so oder so generell erledigt. Und dann habe ich sowieso schon mal gesagt. Ja, genau, Drecksverein ist das. Bestimmt mit Kinderficker. Ne?
Ja, ist nichts anderes wie die Gestapo, was der BND macht. Das ist sogar noch schlimmer, weil es mit technischen Mitteln weiter fortgesetzt wird. Ja, es ist ja die Nachfolgegürde der Gestapo. Und keiner hat sich da mal, ist ja von Reinhard Gehlen gegründet worden, ne? Keiner hat sich da mal irgendwie den Kopf drum gemacht oder nachgefragt. Ne? Könnt ihr übrigens mal googeln, bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, wie man da genommen hat. Ja, es gibt 80 Millionen Leute hier und man hat diese ganzen Ex-Nazis hat man genommen. Das ist also ein Nazi-Verein alles hier. Jetzt sagt man natürlich, ja, die Holocaust, und es sind hier jetzt Zions am Werk und ja, die Nazis haben mit den Zions zusammengearbeitet. Das sieht man ja jetzt hier auch an diesem System. Ohne Hitler wäre das alles nicht möglich gewesen. Das ist ein nationistisches System, ja. Man sieht es doch alles, ist doch alles glasklar. Lest Albert Pike, Morals and Dogma, die alle Freimaurer arbeiten auf ihre One World hin, auch Hitler. Ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen. Die wollen 500 Millionen Menschen, alle Gehirn gechippt. Die machen die Arbeit und ein paar Familien da oben, Rothschild, Rockefeller, die regieren alles. Ja, und Hitler, die kleine Ratte, hat die Bewegung infiltriert. Ernst Röhm und die SS hat man ermordet. Die SA, meine ich. So, der war der Gute. Ne? Tja. Jetzt sind wir hier. Ja, die wussten alle. Am 20.12.2002, da kommt der, einer der mächtigsten Übermenschen auf die Welt. Deswegen haben sie halt schon geguckt, wie können wir ihm da eins reinknallen. Nee, keine Ahnung, Spaß beiseite. Ne? Ja. Ja. Nee, das wollte ich auf jeden Fall nochmal loswerden. Habe ich das alles belastet. Und dann die nächste Geschichte. Was mir auch noch so einfällt. Meint ihr, solange ich hier noch implantiert bin, ein Augenimplantat habe, gehe ich in irgendwelche Beziehungen ein? Das habe ich ja so oder so gar keinen. Schon allein davon hat sich's auch halt abgehakt. Weil ich einfach auch keine Privatsphäre habe und da stehe ich ja gar nicht drauf, Alter. Es gibt ja Leute, die haben den Fetisch und die mögen das, im Schlafzimmer beobachtet zu werden, ne? Oder beim Sex. Aber ich gehöre nicht dazu. Ganz sicher nicht. Also ihr habt euch vergeigt, sage ich ganz ehrlich. Man hätte das über den klassischen Weg alles erlösen müssen, wenn man mich hätte in irgendwelche Beziehungen bringen wollen. Dann auch, wie gesagt, gleich von Anfang an mit vernünftigen Leuten nicht mit irgendwelchen Autisten, Legasthenikern, Bollerköpfen oder Leuten mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen. Ja. Wie gesagt, es war auch nicht alles scheiße, aber 90% war scheiße. Die Namen, ich habe ja schon ein paar Namen gesagt und deswegen, ich lasse das einfach mal so stehen, das könnt ihr jetzt selber so ein bisschen Rätsel raten. Aber wie gesagt, auf jeden Fall Behinderte haben bei mir keine Chance und Autisten auch nicht. Legastheniker auch nicht. Mit denen würde ich auch gar nicht klarkommen, wenn ich mit denen in einer Beziehung wäre. Weil das ist nichts für mich. Ich als intelligenter Empath und Übermensch muss mich dann mit irgendwelchen Leuten rumschlagen, die irgendwelche Ticks haben und dann irgendwie dann um 6 Uhr aufstehen müssen und um 6 Uhr 5 frühstücken und um 6 Uhr 10 duschen und dann, hör mir auf, Alter, ey, da kannst du dich ja gleich weghängen. In so einer Beziehung kann ich nicht glücklich werden, ne. Alter, ich bin ja so ein spontaner Mensch, Alter, ich liebe die Freiheit, ne, die man mir auch genommen hat und immer noch nimmt, ne. Hallo? Gibt's bei euch? Ich liebe die Freiheit, Alter. Das spontane, einfach machen, was man will, wann man will, wo, wie man will, worauf man Bock hat, ja. Tja. Seht's ein, ihr Scheißwichser von den Geheimnissen. Ihr habt den Kampf verloren.
Und ich laufe jetzt nach dieser Scheiße niemandem mehr hinterher und bettel dann um irgendwelche Beziehungen. Also ihr habt echt ein Rad ab. Nee, und es hat sich sowieso erledigt, weil ich bin brastig, es gab keine Entschädigung, keine Wiedergutmachung, keine Entschuldigung, nichts irgendwie von eurer Seite. Normal wäre ich schon, es gab mehrere Mordanschläge auf mich, die ich überlebt habe. Hat mich Gott geschützt, keine Ahnung. Normal wäre ich eh schon über alle Berge, das kommt auch noch hinzu. Über den Jordan, ne? Besser wäre es gewesen. Ich hätte mich gefreut, weil ganz ehrlich, bevor ich hier so ein Leid, ein Leben im Elend habe, da bin ich dann noch ganz ehrlich lieber tot, ne? Ganz ehrlich. Wer will denn sowas? Das ist doch scheiße, Mann. Alter. Wie spät haben wir es denn jetzt? 14:55 heißt schon, Schule ist schon zu. Ja, das heißt also so, ich werde das Video gleich auch mal beenden, wirklich. Weil, einfach bevor das automatisch abbricht, so wie das gestern der Fall war mit den 2 Stunden, weiß ich auch nicht. Das ist auch so bekloppt, ne? Alles geworden, diese ganzen Corona-Scheiße. Lasst, wenn ihr jetzt Kinder habt, lasst eure Kinder zu Hause, schickt die nicht in so eine Kinder-KZs hier rein. Vergesst es, lernen sie eh nur Scheiße, meldet die krank. Sagt, die haben Corona und das ist so ein schweres Corona und die haben die indische Variante und die haben noch die Kohan-Pim-Pum-Pam-Mutanten-Virus-Variante und die werden erstmal die nächsten 2 Jahre nicht in die Schule gehen können, weil die so schwer an Corona erkrankt sind. So, dann lassen sie euch in Ruhe, ne? Ja, so. Ja, dann ist so bekloppt, ey. Also bei aller Liebe, ne? Selbst wenn es dieses Virus geben würde, ja, dann sind die Maßnahmen dagegen trotzdem so oder so überzogen. Also ganz ehrlich, das ist die, wenn es das gibt, dann ist es die Grippe, mehr ist das nicht. Und dagegen hilft, in die Sonne gehen, spazieren gehen, gesund ernähren, nur Wasser trinken, Umkehrosmosewasser. Aber bestimmt nicht irgendwie leben wie in der Apokalypse, ey. Als solchen Masken und, ne? Soll ich mal wagen, die Absperrung zu durchbrechen hier? Ein bisschen in den Schatten. Ach, alles zum Kotzen. Ach ja, da kommen Erinnerungen wieder hoch, wie der BND mir alles kaputt gemacht hat. So. Corona. Ach, die Kinder, die jetzt in die Schule gehen, die tun mir leid und eingeschult werden. Eingeschwult in dieses Freimaurer-System. Nee, aber jetzt wirklich, ey, die leiden ja richtig. Lasst eure Kinder zu Hause, lasst die spielen irgendwie miteinander und gut ist. Macht euch eine schöne Zeit mit den Kindern, bevor jetzt bald alle abgespritzt werden mit der Corona-Impfung, ja. Und gut ist, ja. So, ihr könnt mich noch mal sehen. Hallihallo. Hallöle. Es ist auch satanistisch, dieses Peace-Zeichen. Das sendet eigentlich schlechte und negative Energien aus. Und das wissen die Leute auch nicht. Trotzdem, hallo. Es hat sich ja so etabliert. Genau wie diese... Es gibt... Das sage ich noch zum Schluss. Und dann werde ich auch... Oh, Putzfrau. Hoffentlich sieht die mich jetzt nicht. Schnell weg. Nein. Scheiße, Kopfhörer. Ja, ich weiß ja gar nicht, inwiefern das erlaubt ist, Schulgelände zu betreten. Ich war mal Ex-Schüler hier, so, auf beiden Schulen.
Weil damals, wo ich eingeschult wurde, war irgendwie das Gebäude da überfüllt oder irgendwas war. Und dann war ich erst in dem. Also alles in Ordnung. Sunshine, wow. Ne, auf jeden Fall, diese ganzen mit den Runen müsst ihr auch aufpassen. Also dieses Peace-Zeichen, was so ist, das ist eine Todesrune. Das richtige Peace-Zeichen ist genau andersrum. Das geht nämlich so, zack, zack, zack. Also ihr müsst das Peace-Zeichen einmal umdrehen. Ist auch Satanismus. Und so hat dieser Satanismus, da müsst ihr aufpassen. Das ist jetzt, so gehe ich jetzt raus aus dem Video. Das ist das Outro. Hier, die Sonne, das ist das Outro. ihr müsst vorsichtig sein in dieser Welt, an meine Zuschauer jetzt. Das kommt halt alles immer im Namen von Licht und Liebe. Und dann sofort machen alle den Kopf zu. Wenn alles im Namen der Licht und Liebe kommt, ne? Jetzt, man versucht es ja auch schon mit diesen Agenda 21 und diesen ganzen Feministen-Kack und, oh, jetzt kriege ich das Feministen-Bashing, jetzt geht's los. Nee, es ist wirklich so. Hängt halt alles zusammen, wie gesagt, mit Agenda 21, Familie zerstören, die Männer verschwulen, die Frauen verlästern, ohne jetzt irgendwie homophob oder sonst was zu sein. Aber ihr wisst, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Es hat alles halt eine dunkle Agenda. Es kommt aber eingetötet im Namen der Licht und Liebe. Und so ist das auch mit diesen ganzen Zeichen und Symbolen. Hildmann macht auch mit übrigens. Das seht ihr auch hier mit seinem hier veganen Food und diesem V. Ach komm, das ist doch so offensichtlich. Wenn er wirklich ein Problem für das System wäre, dann würden sie den so entsorgen wie mich und Dr. Catherine Horton. Denkt drüber nach. Und war der schon mal irgendwie in der Psychiatrie irgendwo? Nein. War der schon mal irgendwie eingeknastet? Nein. Oder ich weiß es nicht. Aber ne, versteht ihr, was ich meine? Also keine Gefahr für das System. Der Hildmann. Hildmann. Also Gefahren für das System, die enden so wie ich. Die verlieren dann alles. Und Hildmann, ja gut, kann man sagen, ja, der ist jetzt ja auch in Türkei abgehauen. Ja, und er hat trotzdem noch sein Business. Der kriegt trotzdem noch seine Kohle und seine Millionen hintenrum. Ne? Naja. Ich bin die einzige Opposition, deswegen wollen sie mich auch umbringen. Die letzte Opposition, die es hier in diesem Land noch gibt. Das bin ich, CIA-Supersoldat, Großkaiser Adrian Milosevic, Diktator. Ja, ich bin Deutschlands letzte Hoffnung. Ist wirklich so. Ja, wen gibt's denn sonst? Es gibt keinen mehr. Hildmann ist kontrolliert, Querdenken ist kontrolliert, die verfassungsgebende Versammlung ist kontrolliert, Rüdiger Hoffmann, Staatenlos Infos, der BND, das Kaiserreich sowieso, die Kaiserreicher sind auch kontrolliert, Georg Friedrich Prinz von Preußen ist beim Komitee der 300, also die betteln, die sind richtig bescheuert, weil die betteln wieder freiwillig darum, vom Adel versklavt zu werden. Na, herzlichen Glückwunsch, hat uns ja der Ausstieg aus dem System BRD was gebracht und dann sind wir wieder bei der Standesgesellschaft, 1871, ey. Na gute Nacht, ey. Also von der einen in die nächste Sklaverei. Diesmal sind sie dann auch noch souverän, weil es stimmt, das Kaiserreich ist ein Staat, der souverän. Und da kannst du dann nicht einfach so sagen, ach, ist ja See- und Handelsrecht und ich muss das dann nicht befolgen. Ja. Ja. BRD, tu mir nicht weh. BRD. Ja, BRD. Ist eure Beerdigung, ja. Beerdigung. Aber kann dem Wort mit der BRD so ein, kann man ein schönes Wortspiel mitmachen. Beerdigung. Nicht Beerdigung, sondern BRD-gung. Beerdigung. So, bald sind hier alle beerdigt in der BRD. Tja. Ich bin eure letzte Hoffnung, glaubt mir das.
Stellt euch vor, ich will das gar nicht mal, aber es ist leider so. Ich sitze in keiner Loge. Ich sitze in keiner Geheimgesellschaft. Ich gehöre nicht zum BND und deswegen, genau deswegen machen sie mich auch so fertig. Also Hildmann macht auch mit. Entweder ist ein Freimaurer oder gehört zur BND oder beides. Sonst kommt man hier nicht an die Macht. Sonst nur. Und das halt, gehört halt mit zur Show. Bloß weil er jetzt in der Türkei abgehauen ist. Es muss ja auch glaubwürdig sein. Es ist wie mit einem Theater oder einem Film. Man will es den Leuten auch glaubwürdig verkaufen. Damit die das einem abkaufen. Damit die dann denken, oh, das stimmt ja alles so. Naja, der gehört, das gehört halt mit zur Show. Genauso wie Q, Alter. Diese Leute sind doch richtig durch. Trust the plan. Ja, da habe ich so ein Bild gesehen, so ein Meme, Trust the Plan, mit so einem Pissoir. Und da ist so eine Plastikfolie und die ist voll mit Pisse. Ja, und irgendwann platzt das dann. Ne? Ja, also, Trust the Plan oder was? Ey, vergiss es doch alles. Eben nicht Trust the Plan. Trust Adrian Milosevic. Adrian from the family Milosevic, ja, aber ansonsten... Die einzige und letzte Hoffnung für Deutschland. Wirklich. Ich bin Deutschlands einzige und letzte Hoffnung, ihr wisst es alle. Deswegen machen sie mich auch so hart fertig. Also vergesst diese ganzen Aufklärer. Wenn sich Millionen Leute hinter mich stellen würden, ruckzuck, wäre alles hier durch. Ich habe die Macht, alles zu zerlegen. Diese ganzen Familien hoch bis zum Vatikan, ne? Ich bin die mächtigste Person hier. Das ist keine Psychose. Das ist tatsächlich so. Ich bin die einzige oder eine der wenigen Personen, die hier wirklich noch was am System ändern kann. Alles andere ist nur ein Tapetenwechsel, aber keine Grundsanierung. Das Haus, ja, oder Grundsanierung reicht auch nicht mehr. Das Haus muss abgerissen werden. Das muss richtig in die Luft gebombt werden, ja? Das muss richtig in tausend Teile fliegen und dann müssen wir uns hier alles nochmal neu aufbauen. Nicht nur irgendwie, oder was jetzt auch wieder gegründet wurde, hier Basispartei und so eine Scheiße. Guckt euch mal deren Symboliken an, ey. Diesen Illuminati-Scheiß da. Vergesst es doch alles, Mensch. Hört auf mich. Fangt an. Ja, beziehungsweise hört auf euch, auf euer Herz. Fangt an selber zu, ich sag euch eins, fangt an selber zu forschen. Und dann werdet ihr irgendwann zu, aber beeilt euch ein bisschen. Da werdet ihr irgendwann aber zu denselben Schlüssen kommen wie ich. Und dann feststellen, oh, Adrian hat ja recht gehabt die ganze Zeit. Und jetzt haben wir die Arschkarte, hätten wir mal ihn auf ihn gehört. Jetzt stecken wir alle in der Scheiße. Und kommen gar nicht mehr raus. Und was machen wir jetzt, Adrian? Ja, jetzt könnt ihr alle untergehen. Jetzt helfe ich euch nicht mehr. Jahrelang versucht. Ihr habt's nicht gepeilt. Guckt selber, wie ihr da dran bleibt, ihr Drecksdeutschen. Also, so. Das war's dann. So, ich wünsche euch allen viel Glück. Überlebt die Zeit, lasst eure Kiddies zu Hause, lasst euch nicht impfen. Den Geheimdienstlern empfehle ich allerdings aus Sicherheitsgründen, sich doch impfen zu lassen. So einfach sicherheitshalber, so den Freimaurern auch, weil ihr wollt ja natürlich alle vor Corona geschützt sein, nicht wahr? Also immer rein mit der Impfung, auch in eure Kinder. Also das möchte ich natürlich nicht riskieren, dass euch irgendwas Schlimmes passiert. Deswegen, also lasst euch ruhig impfen besser. Für euch gilt das nicht, was ich gerade gesagt habe. Es gilt nur für meine normalen Zuschauer. Ja, also ihr lasst euch bitte alle mal impfen, dass ihr auch alle vor Corona geschützt seid. Corona, machen wir übrigens Coronam dran. Coronam ist lateinisch. Ne? Ja, da gibt's auch viele Sachen. Müsst ihr euch mal schon Ross an gucken. Es kommt auch wieder alles vom Adel, diese ganze Scheiße. So. So. Gehen wir mal hier hin und setzen uns mal hier hin. Und jetzt ist mal Schluss. Eine Stunde wieder rumgekriegt von meinem beschissenen Tag, von meinem beschissenen Leben. Danke, Herr Dr. Karl.
Ja, wie gesagt, ich hoffe irgendwann, also ihr habt echt ein Rad ab, wie gesagt. Und wer was von mir will, der kann sich bei mir melden, generell. Ihr seid natürlich jetzt allerdings bei mir durch nach dieser ganzen Geschichte hier. Und was ich auch vergessen habe, ich schäme mich auch für, wie gesagt, diese Selbstmordversuche, also dafür nicht. Also wie gesagt, das war ja auch vom Geheimdienst, weil ich mit diesen Implantaten und diesem Neurotech auch so kaputt gemacht und ferngesteuert wurde und meine, ich quasi künstlich in so eine Suiziddepression auch eingesetzt wurde und Voice to Skull bearbeitet wurde. So, da hat mir irgendein CIAler gesagt, ja, mach's doch. Ah, und dann habe ich halt das Messer durchgestochen, weil es war dann halt zu viel. Ich hatte dann auch keinen Bock mehr, dass irgendwelche Geheimdienste mir durch die Augen gucken und mir meinen Scheißen zugucken und ja. Hier hätte ich dann, da schäme ich mich auch für. Da muss man mich erstmal hochheilen, Herr Karl. Bevor ich irgendeine Beziehung eingehen kann, muss man mich erstmal hochheilen, weil diese Namen ziehen so an meinem Selbstwertgefühl. Und da ist also auch unmöglich für mich eine Beziehung einzugehen. Ja, Herr Karl, jetzt ist es zu spät. Normal wäre ich eh schon tot. Also, müsst ihr euch mal jetzt mal in die Gänge kommen. Also, Beziehung hat sich so oder so erledigt, solange ich diese Narben habe. Wird das nichts werden. Ganz einfach, da könnt ihr mich alle mal. Ich will erstmal, müsst ihr mal was für mich tun, mal. Nach der ganzen Zeit hier. Ihr könnt ja schon mal anfangen, es fällt eh alles zusammen hier. Fangt an, dass mich, also, statt hier mich irgendwie hier zu stalken, jetzt mal an die Geheimdienste wieder. Das ist kompliziert irgendwie, statt mich hier zu belästigen mit Voice to Skull und mich zu stalken und mich bis zum Orgasmus zu vergewaltigen mit diesen Chip-Implantaten, in der Hoffnung, mich schwul zu machen, in einen kinderfickenden Pissetrinker umzuwandeln, statt das so zu versuchen. Ihr könnt ja mal aus euren Autos aussteigen und mal irgendwie, ja, irgendwie mal so Heilungskram mitbringen. So ein Militär oder mich irgendwie mal mitnehmen. Ja, oder vergesst das. Mich mitnehmen und in irgendeine Militärbasis fahren und dann fliegt man mich erstmal wieder richtig hoch. Erstmal die Warze hier. Das ist Störfaktor Nummer 1. Bevor irgendwelche Narben entfernt werden, muss erstmal die Warze entfernt werden. Dann, wie gesagt, die Narben hier. Dann die Narbe, wenn man das hier sehen kann, auf dem Kopf durch Windpocken. Hat man auch mit Voice to Sky irgendwie mich bearbeitet, dass ich das dann aufkratze. Und das war schlimm. Weiß ich nicht. Schäme ich mich auch. Ich sehe aus wie so ein Inder. Fehlt nur, dass ich so einen roten Punkt hier habe. Das kann man erstmal weglasern. Und dann müsste man mich mal in so ein Nähtbett legen. Und dann müsste man mal gucken, dass irgendwie mein Hoden auch nochmal, wo meine scheiß Erzeugerin da mit einer Rasiermaschine in meiner Kindheit, ich glaube drittes Lebensjahr oder so, reingerattert hat, war, dass das erstmal irgendwie analysiert wird, geguckt wird, ist da was kaputt, was ist da kaputt, dass das irgendwie geheilt wird. Und dann kann man überlegen, ob ich vielleicht nochmal irgendwann eine Beziehung mit irgendwem eingehe. Vorher könnt ihr euch das abschminken. Kapisch? Gut. Und da das wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, braucht ihr euch da auch jetzt, braucht sich bei mir auch keiner mehr hier melden. So, und ich laufe sowieso schon mal niemandem hinterher. Niemandem. Ne? Und nach dieser Scheiße sowieso nicht mehr. Ja, ihr wart zu gierig. Ihr wart zu gierig. Man hätte mich auch anders traumatisieren können. Ey, die Scheiße hier, ey. Muss es immer der Hoden sein? Müssen es immer die Weichteile sein? Alter, muss das immer der Hoden sein? Man kann auch die Kinder anders traumatisieren. Ja, man kann die so traumatisieren. Ich muss euch das ja nicht sagen, Alter. Ihr seid doch die Experten. Ich bin kein Folterexperte. Ey, man kann die Kinder traumatisieren, was weiß ich. Das reicht ja auch schon zum Beispiel. Ja, jedes Kind ist ja auch anders. Ich bin ein Übermensch. Manche stecken es besser weg, manche stecken es gar nicht weg. Manche sind halt einfach nur noch sauer und wollen halt Rache. Und sprengen sich dann irgendwo in die Luft. Weil dieses System ihnen ja keine Gerechtigkeit und keinen Schutz bietet vor diesem Pissetrinker BDSM-Club namens BND. Deswegen, wisst ihr, warum der BND heißt? Das B steht für BDSM. Das N steht für Nazi. Und das D steht für Dorftrottel. BDSM, Nazi-Dorftrottel sind das, ey. Nee, also ich bin durch und deswegen, ich sag das jetzt halt offen nochmal in diesen Videos, wie gesagt, die betroffenen Personen wissen schon, wer gemeint ist
Und das gilt halt generell auch allgemein, weil nach dieser Scheiße hier habe ich natürlich so oder so keine Lust mehr. Bevor hier ich nicht geheilt bin und nicht entschädigt bin und mein Haus nicht habe, werde ich keine Beziehung mit niemandem eingehen. Punkt, aus, Ende. So. Punkt, aus, Ende. Gelände. Hoch die Hände, Wochenende. Nee, warte mal, welcher Tag ist heute? Mittwoch. Ach ja, keine Ahnung. Tränen lügen nicht. Ja. Klasse. Und solange ich auch keine Entschuldigung habe, nachdem man mich hier für 17 Jahre lang mit für Vollidioten prostituieren wollte und auch mit für blöden Dreckstussen, wie gesagt, ich sag die Namen einfach nicht, auf jeden Fall irgendwelche hässlichen, verkrepelten, autistischen Tussen, irgendwelche, ja, nur Verblödete halt, viel auch. Aber vor allem dieser Verblödungsgrad, Alter, ey, ich hab ein hohes Niveau, ja. Und ich popp nicht mit irgendwelchen Leuten rum. Es muss schon passen irgendwie. Irgendwie die Chemie muss halt auch stimmen. Man muss schon Gemeinsamkeiten haben. Ne? Man kann nicht einfach irgendwelche Leute irgendwo aufgabeln, die dann einen Raum zusammensperren. Wir sind hier nicht bei South Park, ne? Wer die Folge kennt mit Cartman und die verlieben sich dann oder was. Hallo? Hello? Also wir halten fest, ich bin sauer und ich werde kämpfen bis zum Umfallen. Was anderes bleibt mir auch gar nicht als Möglichkeit. Ich muss doch mal so sitzen, ist zwar ein Frauensitz, aber ist mir egal, es ist gerade bequem so. Ich muss euch ja nichts beim BND erzählen, ihr seid ja alle selber stockschwul da. Ah ja, wo ich gerade so mit den Beinen wackel, mir fällt gerade ein, durch eure ganze Folter an diesen Nazi-Exterminierungslager, was mir alles auch für Scheiße gegeben hat. Ich hatte auch eine Zeit lang dieses Restless-Leg-Syndrom. Könnt ihr mal eingeben, alle, die nicht wissen, was das ist. Restless-Leg-Syndrom, also ruhelose Beine-Syndrom zu Deutsch. Das ist dann halt, wenn du durch diese Tabletten dann halt mit den Beinen halt, wenn die halt ruhelos sind, wenn du damit halt so rumzappeln musst. So, also ihr habt das, geht man so mit Leuten um, die man lieb hat? Foltert man die in irgendwelche Exterminierungslager und macht die mit irgendwelchen Pillen kaputt? Und jetzt auf einmal wollt ihr mich alle lieb haben. Jetzt auf einmal wollt ihr mich lieb haben und es ist doch alles nicht so gemeint, oder was? Fünfmal umbringen, letzte Woche gab es wieder so einen Mordanschlag. Oder 6-7 Mal versuchen, einen umzubringen. Oh, war ja nicht alles nicht so gemeint. Och, hä? Komm, Alter, scheiß Nazi-Schwuchteln da beim BND, Alter, Mann. Poppt man schön eure autistischen Scheißkinder, lasst mich da raus. Gut ist. Ja, ihr habt euch die Falschen angelegt, Herr Karl. Mein Wille ist aus Titan, ja, der ist aus Titanium. Und ich kämpfe so lange, bis ich kriege, was ich will, oder eben bis ich abnippeln tue. Was anderes bleibt mir auch gar nicht. Ich kann so oder so. Davon mal ab, über dieses Voice to Skull, also diese Synthetik-Telepathie, hat man mich schon so oft verarscht. Und mit diesen Gedankenübertragungen hat man mich auch schon so oft, wie gesagt, ich packe die Patente in die Beschreibung, so oft verarscht. Mir hat man zum Beispiel auch erzählt, also das Vertrauen zu euch ist sowieso weg. Das heißt, selbst wenn ich narzisstisch wäre und Kinder poppen wollen würde und ein Stück Scheiße wäre und für den BND arbeiten wollen würde, ging es trotzdem nicht, weil einfach die Vertrauensbasis weg ist, weil ihr mich so verarscht habt. Weil ihr habt mir zum Beispiel auch gesagt, der CIA-Heiko, das hat man mir Voice to Skull gesagt, würde mich aus dieser Psychiatrie, aus diesem Todeslager rausholen. Also mein Monarch-Programmierer und mein Händler.
Der würde mich rausholen. 3 Monate hat man mich dann verhungern lassen da. Und das sind dann auch so Sachen. Also das hat man mir auch erzählt. Und jeden hat man mir gesagt, es stimmt. Und jeden Tag hat man mir gesagt in der Psychiatrie, morgen kommt der Heiko. Und das hat man mir jeden Tag gesagt. Und 3 Monate hat man dann gewartet. Also 90 Tage. Und keiner kam. Und jetzt erzählt man mir, Person XY liebt mich. Und Person XY hat mich gerne. Und Person XY... so und so. Und jetzt wird mir ein bisschen der Dödel stimuliert und mir Homo-Fantasien eingesendet. Das soll ich euch jetzt abkaufen. Das soll ich euch jetzt abkaufen nach dieser Scheiße. Kümmert euch mal um meine Warze, Herr Karl, ja? Wenn ihr schon nachts bei mir einbricht und irgendwelche Mikro-Operationen macht, operiert die Scheiße mal weg hier. Ich habe es mit Klebeband versucht abzukleben. Es kommt immer wieder. Ist auch eure Schuld, weil ich mich ja durch diese Psychofolter nicht richtig erholen kann und nicht richtig schlafen kann. Das heißt, der Körper hat auch nicht diese, kann das hier auch und dann auch noch gegen die Implantate kämpfen muss und Kalzifikation bilden muss darum, hat er halt auch nicht die Kräfte gegen diese Warze noch anzukämpfen groß. Deswegen, über drei Jahren laufe ich mit dieser Scheiße rum. Und es ist so ätzend, man kann sich nicht richtig das Gesicht waschen. Morgens muss das mit einer Hand machen. Nee, nö. Also, ihr habt noch viel offen. Ihr habt noch viel offen bei mir, ihr scheiß Geheimdienstler. Ich möchte erstmal meinen Körper geheilt haben, dann möchte ich entschädigt werden. Mindestens 100 Millionen Euro, mindestens. Und das ist noch zu wenig. Dann möchte ich mein eigenes, wobei, das kann ich mir dann selber kaufen. Mein eigenes Haus haben. Und muss keine Villa sein, würde ich mir auch gar nicht mal holen. Aber für mich alleine, irgendwo Stadtrand, abgelegen. Ich brauche keine Nachbarn, die gehen mir eh alle auf den Sack. Die sind eh alle verblödet und... werden ja auch schon gesteuert durch die Geheimdienste. Und dann ist gut. Und dann kaufe ich mir ein richtiges, nochmal vernünftiges Gaming-Setup, Spiel Heroes and Generals und Hearts of Iron. Und dann ist gut. Und dann hat sich die Sache erstmal erledigt und entlistet. Und dann kann ich mich erstmal wieder hochheilen da. Ich brauche so oder so erstmal eine eigene Wohnung, ihr lieben BNDler, bevor ich irgendwie, ich glaube doch nicht so lange, dass ich noch bei meiner narzisstischen Mutter zu Hause wohne, meine Erzeugerin, dass ich da irgendwelche Leute hin einlade oder hin mitnehme. Und dann werde ich auch noch von meinen Nachbarn dann beobachtet beim Sex oder was, sag mal. Wäre auch nicht, nee. Also echt, komm, hör auf. Gib es nicht. So, 24%, komm, ich lass es mal. Ja, das. Also, wir halten fest. Bevor hier nichts für mich getan wurde, braucht sich bei mir keiner zu melden und so lange tue ich auch erst recht nichts für euch und B, schuldet ihr mir sowieso noch so viel. Also ich will meinen Körper geheilt haben, ich will meine Entschädigung. Einmal, wie gesagt, da kommt halt was zusammen, deswegen 100 Millionen ist noch zu wenig. Mir hat man 21 Jahre gestohlen, Körper kaputt, Hoden kaputt, alles kaputt, Leben kaputt. Ich habe nie Liebe gekriegt, durfte nie Freunde haben. Ich bin seit meinem dritten Lebensjahr mindestens implantiert mit diesen Implantaten. Mir kann man durch die Augen gucken, das ist gegen meinen Willen passiert. Ich habe mehrfach den BND kontaktiert, gefordert, dass man es wieder rausnimmt. Das ist auch nicht passiert. Das ist also auch ein freier Willensbruch, also beziehungsweise weil man eine unterlassene Hilfeleistung, ja, kommen da wieder behinderte Gangstalker-Kinder. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Wie gesagt, aber Kinder machen ja auch leider mit, werden vom Geheimdienst genauso angeworben. Wenn ich das schon sehe, wie ein Scheiß Wheelies, alle versuchen sie Wheelies mit ihren Scheiß Fahrräder zu machen. Denken sie, das ist so peinlich und fremdschämen und denken dann, die wären obercool damit. Ne? Aber das sind aber andere. Kenne ich nicht. Also, naja, auf jeden Fall. Ja. Nee, die kenne ich nicht. I don't know you, mate. I don't know you guys. Ja.
Also bevor das nicht stattgefunden ist und bevor gewisse Personen auch nicht hingerichtet wurden, darunter zum Beispiel mein Monarch-Programmierer, mein Hauptprogrammierer, der CIA-Heiko, ich kenne ihn nur unter dem Namen CIA-Heiko-Thomas, man hat natürlich auch damals schon Spiele mit mir gemacht und ich kann ihn so nennen, richtiger Name, weiß ich nicht, wohnort unbekannt, muss sterben. Ja, diese Rosenberg-Familie, die muss aussterben. Römer, Thomas Römermann muss sterben. Mein Großvater muss sterben. Also ich will auch ein paar Hinrichtungen haben. Das ist eigentlich auch noch zu gut für dieses Pack. Und dann kann man überlegen, ob ich vielleicht nochmal eine Beziehung eingehe. Vorher könnt ihr euch diese Scheiße schenken. Also fangt an, Herr Karl. Kriegt euren Arsch hoch, bringt mal die richtigen Leute um. Heilt die richtigen Leute hoch. Ja, gut ist. So, ich verabschiede mich jetzt hier für heute. An alle anderen, teilt das Video mit so vielen Leuten, wie es geht. Ladet es euch runter, ladet es wieder hoch. Ich danke euch. Und ja, wie gesagt, ich habe auch keinen Bock mehr jetzt. Es ist mir auch zu blöd, dieses immer um den heißen Brei rumreden. Ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben. Ich werde, oder beziehungsweise mir bleibt ja auch gar nichts anderes. Mir bleibt nur noch das Marschieren. So wie der SS damals in Polen auf Pervitin. Ich kann ja nur noch marschieren. Weil ich kann, in diesem Stasi-Land kann man sich ja auch nicht umbringen. Du kannst dich... Also zu Hause erstmal ist die Decke niedrig, also erhängen kann ich mich nicht, wenn ich das wollen würde. Arm aufschneiden und ausbluten stundenlang ist auch keine Option und das saut auch alles ein und ist scheiße. Erschießen kann man sich auch nicht, weil man auch nicht an Waffen kommt. Ich sowieso nicht, weil ich dann Grömermann und diesen Pissetrinkerclub einen Eintrag im Bundeszentralregister habe. Kümmert euch, dass der rausgenommen wird, Herr Karl. Oder schickt mir halt einen Smith & Wesson Revolver. Wie gesagt, ich möchte sterben und ich möchte, dass mein Kopf, der muss auf... Genau. Auch, ja, das hört sich doof an, aber der muss aufplatzen. Ich möchte nicht irgendwie nur eine Gehirnschädigung haben und dann rumsabbern im Rollstuhl. Nee, sondern ich werde euch mal ein Video verlinken, wenn ich daran denke, wenn ich das zu Hause hochlade, warum ich ein Smith & Wesson will. Ihr könnt ja mal auch eingeben. Hickok 45, H-I-C-K, O-K, also H-I-C-K, OK 45 und dann Watermelons. Und dann Revolver, Watermelons, Revolver. Dann findet ihr, das ist so ein alter Opa aus... Alban York, Tennessee, glaube ich. Also auf jeden Fall aus Tennessee, aus Amerika, aus den USA, aus den Vereinigten Staaten. Und also wie der Revolver die wegfetzt, ne? Da lebt gar nichts mehr. Das stellt euch das mal beim menschlichen Gehirn vor. Das ist weg. Und ihr seid dann tot, ne? Bei so einer Glock hast du immer die Chance, dann sitzt du da ne? Und spuckst dann da irgendwie im Rollstuhl rum. Und dann kannst du dich gar nicht mehr mitteilen. Und dann geht der Spaß erst richtig los. Na, heißt es. Herr, ich sag jetzt einfach mit Milosevic, weil ich mit Lachstein nichts zu tun will. Herr Milosevic, ah! Ja, und dann sitzt du in irgendeiner Anstalt und wirst von irgendwelchen Pflegern hin und her geschoben im Rollstuhl und spuckst und saberst da rum und willst eigentlich nur sterben, aber kannst dich nicht mehr mitteilen und willst dich dann umbringen mit einem Messer, ey. Nee, lass mal gut sein. Das ist lustig, hört sich lustig an, aber ist gar nicht lustig, ey. Kannst dich nicht mehr mitteilen. Ja, Milosevic, was machen Sie denn da mit dem Messer? Nein, nein, wollen Sie nicht wieder mal so rumzubringen? Alter, ey, nee, lass mal gut sein. Er sitzt da, wisst ihr, was ich meine? Da habe ich halt keinen Bock drauf. So. Also, wer irgendwie hier ein Smith & Wesson Revolver hat, ich weiß, ihr kontrolliert den Waffen- und Drogenhandel, Herr Karl. Das kann nicht so schwer sein, mir einen Smith & Wesson Revolver aufzutreiben. Mir den an die Gleiwitzer Straße 9 zu schicken. Fanpost. Und dann ist gut. Oder ihr fangt jetzt mal an und, da endlich mal einen Finger aus dem Pommes zu ziehen und meine Befehle, die ich als arischer Übermensch angeordnet habe, auszuführen. Ach ja, und diese Schärfke-Familie muss auch sterben. Hier, Finn Schärfke, dieser scheiß Legastheniker. Es regt mich auf. Dass man es wagt, mich mit solchen Untermenschen zusammenzubringen, durch diese Implantate und dieses Sex-Trafficking. Ich bin Übermensch, sowas habe ich nicht verdient. Ich brauche Leute, die auf meinem Niveau sind, nicht irgendwelche scheiß Legastheniker. Aus dem Föhnabfallcontainer. So, die müssen sterben. Diese Freimaurerfamilien sowieso, Behrens und so. Und bevor das nicht eingetreten ist, was ich alles gesagt habe, habt ihr von mir nichts zu erwarten. Fangt an, das umzusetzen, ist ein Befehl vom obersten Führer, Adrian, Supreme Leader, Adrian from the family Milosevic. Ich erwarte, dass das unverzüglich ausgeführt wird. So, weil ich bin nämlich langsam auch mit der Geduld am Ende. Ich sag, früher oder später wird man die Leute sowieso hängen, deswegen kann ich den Samen jetzt auch mittlerweile öffentlich sagen, wenn das erstmal rauskommt, was die mit mir gemacht haben. Tja, dann gute Nacht. So, also ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, ne? So. Jetzt würde ich das Video gerne auch beenden. Denkt mal drüber nach, vielleicht konnte ich irgendwem helfen. Damit.
Wie gesagt, ich wünsche euch allen was. Schönen guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es 15.29 Uhr, Mittwoch, der 2. Juni 2021, immer noch. Und deswegen ist es jetzt, also jetzt würde man sagen, guten Mittag, aber vielleicht guckt ihr das ja am Abend und seid irgendwo im Urlaub im Ausland, Bahamas oder so, oder Teneriffa oder was weiß ich, ich sage jetzt einfach mal welche Sachen. Und dann ist natürlich Nacht, also guten Abend, guten Nacht, guten Morgen, guten Mittag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Ich wünsche euch allen was. Freimaurer die Pest anhalts, Geheimdienst an die Pest anhalts, Herr Karl die Pest anhalts, der CIA die Pest anhalts, ansonsten alles Gute, jedem weiteren und jeder guten Seele, die das Video hier sieht, teilt, runterlädt, sowieso, danke nochmal. Küsschen, ja, Küsschen, Küsschen. Nee, ist echt so, ich meine es ernst. Ja, ich versuche mal noch ein bisschen mit Spaß irgendwie dagegen zu steuern, um mich irgendwie so bei Laune zu halten, ne, dass man nicht total kaputt geht, jeden Tag nur scheiß Spaziergänge machen. Irgendwie, mein PC ist natürlich auch nicht der prallste und dann, ja, in Heroes in General läuft es sowieso auf einem PC scheiße. Und dann hast du dieses Micro-Stuttering, also Computerspielen macht auch keinen Spaß, dann wirst du noch mit den Implantaten gefoltert. Also man muss sich halt mit solchen Späßchen halt so ein bisschen bei Laune halten, dass man wirklich nicht stirbt halt. Ja, es ist eine Frechheit, was die Geheimdienste abziehen. Die Opfer müssen sich dann auch noch selber umbringen, müssen sich selber noch um ihren Tod kümmern. Ja, was ist denn das, Alter? Wie kann denn das sein? Also man muss den Opfern schon einen Ausweg geben. Ich wäre ja dafür, dass man das Waffenrecht hier so wie in Amerika, dass man das so hat, dass sich jeder einfach ab 16 Jahren in den Laden gehen kann und sich die Waffe kaufen kann, so wie so ein Brötchen oder ein Energydrink. Wenn du genug Geld hast. Und dann peng, peng, peng und dann ist gut. Ey, wir brauchen das so, Alter. Es geht ja nicht anders. Wenn wir das schon mal viel eher so gemacht hätten, hätten wir diese Problematik nicht. Wir müssen endlich mal anfangen, die Leute in unseren Gemeinden, die Scheiße machen, halt alle hochzunehmen und hinzurichten. Anders geht's nicht, sonst kommen wir nicht weiter. Sonst steuern die das wie aus dem Knast, wie die Mafia, steuern die das dann halt alle weiter. Anders geht das nicht. It's not possible. Ja? Okay. Gut. So, also ihr schuldet mir auf jeden Fall noch vieles von den Geheimdiensten, das wisst ihr auch. Fangt an, das jetzt umzusetzen. Ich meine es ernst, ich bin richtig brassig und pissig. Und wenn ihr mich und überlegt euch mal, was ihr jetzt hier eigentlich wollt von mir. Also man versucht mich parallel umzubringen und gleichzeitig will man eine Liebesbeziehung von mir. Wisst ihr was, fickt euch alle ins Knie, ihr könnt nicht mal, ihr seid sowieso bei mir alle durch. Und auch den Psychospielchen, was ihr hier mit mir gemacht habt. Nö. Also fangt an, das umzusetzen. Vielleicht überlege ich mir das dann nochmal mit irgendwem eine Beziehung einzugehen. Aber solange das hier alles nicht geregelt ist, Arsch lecken. Und so langsam sollten Sie auch mal sehen, Herr Karl, dass man Befehle, die von einem Großkaiser kommen, nicht zu verweigern hat. Seht es ein, ihr habt den Kampf verloren. Heil Sieg. Nicht Sieg Heil, das ist ja out, das war ja von dem scheiß Nazi-Stinker Adolf, sondern Heil Sieg. Nein, Spaß. Jetzt geht's los, jetzt heißt es wieder, ich bin Nazi. Ich wollte nur einen Spaß machen, ich habe euch ja eben was gesagt. Ich muss mich mit Späßen am Leben halten. So, fickt euch alle ins Knie beim Geheimdienst. Aus hier, Karl. Also mich kann man nicht anwerben. Übrigens, ich lasse mich auch nicht für den Geheimdienst anwerben. Wie gesagt, mein Freiheitsdrang ist dafür viel zu hoch, als mir von irgendwelchen autistischen Legasthenikern sagen zu lassen, den musst du stalken, da musst du hinterherfahren, den musst du kaputt foltern mit Energiewaffen und Chip-Implantaten. Da bin ich mir zu schade auch für. So, Arschlecken. Macht's alle gut. Ich wünsche euch allen was, den Geheimdienst die Pest anhalts und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuhören. Bitte teilen, bitte runterladen. Dankeschön.